Was geht ab, meine lieben Freunde, ihr seht Raptastisch. Heute geht es um den Kommentar von Team Kuku gegen Bushido und seine Frau. Im vergangenen Jahr sorgte bereits die Trennung von Capital Bra und Team Kuku für mächtig Wirbel in der deutschen Rap-Szene. Als wäre dies nicht genug, setzte Capital Bra mit der Bekanntgabe, dass er bei EGJ unterschrieben hat, noch einen Schocker obendrauf. Nur um dann wenige Monate später seine Fans erneut mit einer unerwarteten Meldung zu schocken. So kündigte er an, dass er sich mit sofortiger Wirkung von seinem Label Erst guter Junge trennt und hat einige harte Worte für seinen ehemaligen Labelchef übrig. Darauf folgte ein Video auf Insta, in dem der Berliner gegen seinen ehemaligen Labelchef schießt. Dies ließ sich die Frau von Bushido jedoch nicht gefallen und veröffentlichte via Insta-Story drei Einträge, die offenbar gegen Capital Bra gerichtet sind. Verständlicherweise sorgte dies dafür, dass Rapper aus der deutschen Rap-Szene auf diese Aussagen von Anna Maria Ferschischi reagierten. Nach Gent gibt es nun auch eine Reaktion aus dem Umfeld von Team Kuku. KA zeigt in seiner Insta-Story ein bearbeitetes Bild, welches Bushido und seine Frau zeigen soll. Bushido wird auf dem Bild als der unterwürfige Partner in der Beziehung dargestellt, da dieser bisher nicht öffentlich auf Capital Bras Angriffe reagierte. Was meint ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.